Jo, es geht, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir das eigentliche Video reingehen, haben wir noch eine kleine, ja, Kooperation mit meinem Partner Lootboy. Und dieses Wochenende haben wir nicht nur die garantierte FIFA Points Pack Promo. Ja, ihr wisst ja, in jedem 10. Pack, ob jetzt mit Diamanten oder mit Echtgeld, kriegt man garantierte FIFA Points. Dazu haben wir dieses Wochenende noch einen unterschriebenen Schuh von Riyad Mahrez. Seht ihr im Hintergrund. Und dazu haben die einen neuen Partner und das ist APC. Da haben wir drei besondere Dinge hier drin. Ihr seht das schon im Hintergrund. 12 APC Überspannungsschutzgewinn, 3 von den APC BX und einmal das Hauptgewinn APC BR. Ich zeig's euch kurz im Hintergrund. Das ist der Überspannungsschutz. Ja, dann haben wir hier einmal den, ich glaube, das ist der kleine Backup und dann haben wir den ganz, ganz großen Backup. Und den habe ich auch hier, den zeige ich euch gleich. Ein ganz cooles Ding. Was ist das genau? Das ist eigentlich ganz, ganz easy. Das ist wie so eine Powerbank für, ja, alles Mögliche. Ihr seht das hier im Hintergrund. Ich habe ihn gerade angeschlossen. So ein, ja, kleines, handliches Ding, wie so ein bisschen wie eine PlayStation. Ja, für die PlayStation, für euren PC oder alle anderen Geräte, die Strom brauchen, wie Router. Falls mal, ja, in der heutigen Zeit weiß man ja nicht, der Strom ausgehen sollte, ist es wie eine Powerbank und dann könnt ihr trotzdem, ja, mit dem Ding hier sozusagen weiter zocken, kriegst keinen Disconnect, nichts geht aus, Stream, wenn ihr streamen solltet, geht der Stream weiter, also es ist eigentlich ganz, ganz cool, damit das Zocken oder die anderen Geräte halt immer weiterlaufen für die wichtigen Geräte. Ich weiß nicht, es gibt ja wieder andere Geräte, die auch wichtig sein sollten und ich würde sagen, ich schließe ganz kurz mal die PlayStation an, mal gucken, ob das auch funktioniert. Und da ist das ganze Ding an. Ich habe das Ganze natürlich schon vorher getestet, deswegen wusste ich, dass es auch funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, schnack mich nicht so lang. Gehen wir noch auf die 10 Packs ein. Da kriegen wir auch nochmal FIFA Points. Also wie gesagt, das ist der Hauptgewinn dieses Wochenende. Ja, hier viele Hauptgewinne. Es gibt einmal einen Schuh und dann nochmal die ganzen Geräte von APC und nochmal FIFA Points. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir nochmal hier rein in die Packs. Und dann schauen wir mal, was wir noch in den, ja, 10 Packs ziehen können. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, guck mal, was wir noch in den 10 Packs ziehen können. Und, im ersten Pack haben wir direkt schon, ja, FIFA Points gezogen. Die, wie ihr wisst, verlosen wir ja immer direkt. Und da sind sie, ja, 500 FIFA Points, viel Spaß mit den, ja, 500 FIFA Points auf der PlayStation. Gehen wir ins nächste Pack, gucken wir, ob unser Glück weitergeht. Was? 1050 im nächsten direkt. Also, was ist denn heute unser Glück? Also, nicht im nächsten, ich habe es wahrscheinlich jetzt nicht eingeblendet, im dritten Pack. Viel Spaß auch hier mit den 1050 FIFA Points. Wahnsinn. Okay, da sind wir schon im letzten Pack angelangt. Danach haben wir noch das garantierte FIFA Points Pack. Schauen wir mal. Und da haben wir noch ein paar Games. Und dann haben wir noch das garantierte FIFA Points. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Und das sind auch nochmal 500. Und das Game of Thrones Spiel. Hier, wie gesagt, auch hier nochmal an euch. Viel Spaß damit. Und ja, da gibt es auch natürlich diesen Black Market Pack, da wo ihr dann auch die ganzen Chips, glaube ich, sammeln könnt. Und da könnt ihr die auch einlösen für, ja, andere Gutscheine. Checkt gerne Lootboy in der Videobeschreibung ab oder im angepinnten Kommentarbereich. Unten werde ich hier nochmal einen Code einblenden, den habe ich noch nicht bekommen. Da kriegt ihr auch nochmal einen Bonus-Pack, ja, wenn ihr den einlöst. Dann würde ich sagen, viel Glück euch und viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Ja, wir gucken mal, Chat. Wir machen erstmal Packs auf, dann schauen wir mal. Ah, ich habe Dings geflippt, Chat, ne? Ich habe hier ein bisschen wieder getradet. Der Train, der Boss. Ich habe ja gesagt, ich will es ein bisschen mit Flippen. Ich habe es ein bisschen so auf chillig gemacht. Also, wenn ihr guckt, meistens am Freitag um 18, 19 Uhr, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ist halt ein bisschen Panik. Da habe ich den Neymar gesehen für ganze, lass mich schauen, hier, ich habe ein Screenshot gemacht. Hier, für 1,265 habe ich ihn gekauft und für 1,389 verkauft. Nach Steuer sind das dann ganze 60k, glaube ich. 60k. Ich habe ein Viertel vor 7 gekauft und 5 nach 7 oder 10 nach 7 habe ich schon verkauft. Also ich habe 20 Minuten den gehalten und habe 60k gemacht. Also das habe ich ja gesagt, ich will ja ein bisschen mal anfangen. Das ist eigentlich echt easy. Muss ich immer so ein bisschen gucken, welcher Spieler ist vor 19 Uhr oder geht Richtung 19 Uhr krass getroppt. Ja, meistens am besten irgendwelche Overpowered-Karten. Ja, und dann kaufst du ihn ein, wartest dann bis 19 Uhr. Auf einmal, die Leute sehen die... Deswegen sage ich, er arbeitet mit Leaks. Man, jeder wusste, dass das Team nicht so krass ist. Ja, wer nicht mit Leaks, einfach selber schuld. Ja, und ich wusste ja, dass das Team nicht krass ist. Das ist okay, ne? Wen gibt's da? Ramos und Ribéry, der Rest ist okay. Ja, und dann wusste ich, dass es eh die meisten enttäuscht sind. Und dann kaufen die den Neymar wieder nach. Wie so Crackheads. Sonst, wenn du nicht warten kannst, ja, mach schon mal auf, Bruder. Haben noch 10k Fieber Points, bis aufmachen, oder Niklas? Anthony! Let's go! Let's go, my Golden Boy! The Golden Boy Star Chat! Anthony, jetzt kann ich den hier verkaufen, das tauschen wir, ne? Okay, wir haben noch die ganz, ganz guten Packs. Machen wir erstmal hier das 2 Sende weg. Dann haben wir die guten Packs noch. Sind es nur 60 Euro? Oh, Inform aus den 2 Seltenen! Wer ist das? Oh, 84 Terrier. Ja, perfekt für gleich einen Bäcker zum Abgeben.
Okay, dann haben wir noch 100 K-Pack, das rein 8 Plus und das Zen Elektrum. Dann machen wir jetzt das rein 8 Plus. Come on, Walkout. Was ist das denn? Knapri? 85er immerhin. 85er. Ist okay. Boah, das wäre geil, wenn hier mal was Geiles kommt. So ein Rulebreaker, yay. Aber es ist ein Walkout, ne? Wer ist das? Müller? 87 Rating, Müller ist okay. Das sind auch 20k, die man mitnimmt. Ja, ist okay. Okay, Brother, 3, 2, 1. Rulebreaker, einmal, yay, einmal. Nein. Modric wenigstens. Ja, wenigstens Modric, 88 Rating. Ah, immerhin, ein bisschen Futter. At least. Gib mir was Gutes noch dahinter, du Mac. Ach du Scheiße. Das ist Garbage, man. Oh mein Gott, das ist absolut Garbage, Alter. Okay, Chat, gehen wir heute in die Weekly League. Heute wieder PS5. Gestern haben wir PS4 gespielt. 10-0, die Quali rasiert. Heute werden wir wahrscheinlich nicht 10-0 rausgehen. Aber wer weiß, wir werden sehen. Wir haben heute wieder ein halbwegs gutes Team gebaut. Wir haben wieder ein bisschen mehr auf den Content geachtet, aber ich denke, dass es trotzdem ziemlich gut spielbar ist. Wir haben den neuen Bäcker gemacht. Wir haben die Version geholt. Die eine Version ist dann die PS5-Version, die andere ist die PS4. Ich bin heute PS5, deswegen habe ich die Version geholt, weil der Lengsi ist. Ja, um ihn halt auf Full Cam zu bekommen, muss man leider 6 Bundesligaspieler einbauen. Das geht einfach nicht anders. Oder du spielst halt eine Hero-Karte. Da haben wir halt die hier eingebaut. Wir haben zumindest ja, Paulinho drin, Monier und Lacroix. Ja, das sind ganz cool. Die anderen kennen wir ja schon, die anderen drei Bundesliga-Spieler. Dazu haben wir noch den guten Sergio Ramos drin. Der sieht ja ganz nice. Sissoko sieht richtig geil aus. Da haben wir Payet uns geholt. Wir hätten auch Info von Benyeda spielen können. Ich gebe ihm auch 2-3 Spiele. Wenn ich merke, er ist Schrott, verkaufe ich ihn, holt mir Info von Benyeda. Und da haben wir noch ja, eine Superstar-Karte hier drin. Mit einem guten ABD Pelé. 544.000. Und dann würde ich sagen, geh mal rein. Okay, guck mal, der erste Gegner an, Marseille FC. Gucken wir mal, schauen wir mal, was für ein Team der hat, der gute Junge. Erster Gegner, Loris, Fünferkette am Start. Fick hier den billigen. Aubameyang, Rotel Feind und Haaland, okay. Und jetzt schick. Und jetzt geh ab, Payet. Show me mit deinem Lengsi Power. Schön, und nochmal zurück, und Becker jetzt. Das geht nicht. Da muss er besser stehen, ne? Boom! Alter, was für ein Tor von Goretzka. Bing bong! Ja, der Gegner ist echt so schlecht, ne? Auf der PSV würde ich ihn so auseinandernehmen. Boah, Payet, Alter, wie stark ist dein linker Fuß? Digga, wie krass war der linke Fuß hier? Take it. Der zweite Gegner, was er für ein Team für uns hat. Galaxy 11 mit Paris Saint-Germain. Da muss er ein Pay-to-Win-Team haben. Oh shit, das sieht auch nach Pay-to-Win aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Pelé 95? Dein Ernst? Als zweiter Gegner direkt Pelé 95. Jesus fucking Christ, man. Komm jetzt. Nein, Pfosten Becker. Spiel den. Jawohl, schnell, komm. Über. Komm, Pelé. Komm, Payet. Payet! Ja, der ist so gut, Alter. Let's go, Mann. Payet wieder am Start, Digga. Was ist los mit dem? Der ist ja voll verquickt mit seinen zwei Zöpfen da. Paulinho. Rüber. Nochmal rüber, easy goal, bam. Hier ist nochmal den Jubel hinterher, Junge, den Gibio-Jubel. Für einen totalen profilen Gegner. Okay, dritter Gegner, komm, wir gehen direkt weiter. Passi FIFA. Okay. Van Dijk. Junge, was ist das? Junge, wo hat man gerade Icons verschenkt? Der eine Pelé, der hat er erneut. Ja, wahrscheinlich, Bruder. Stark, Paulinho. Ja, das ist auch Becker. Erstes Ding. Wichtig. Spiel den. Payet. Oh, was ein geiler Ball von Payet. Ich mach ihn. Ach man, so lange. Aber ey, der Payet ist ja voll geil bis jetzt. Schöner Ball, schöner Ball. Becker, komm. Och, Mann, ey, Becker. Was ein Chancentod, Mann.
Komm, schick ihn. Jetzt Becker, bitte, du bist Lengsy, man. Bitte, Becker. Mach ihn jetzt, ja. Ach, der steht auch so scheiße, meine Becker. Komm jetzt, Becker, komm jetzt. Becker, du... Ach, komm, ist gut jetzt mit dir, alter Becker. Ja, jetzt machst du das Tor in der 90. Ja, mach das doch fucking 45 Minuten vorher, du Maggis. Okay, guck mal, fetter Gegner, Paris wieder. Viking hat er. Lüdegaard. Okay, ich hab so ein bisschen mehr Angst vor dem Team, wenn ich ehrlich bin. Oh, Alter, hat er gut gemacht, Digga. Mann, Alter. So. Jetzt mach ihn. Ja, Mann. Payet ist ultras geil, Mann. Nee. I'm fucking done with this guy. Das reicht jetzt. Wirklich, das reicht wirklich, Chat. So geht das, Mann. Ist das so schwierig, Mann, Becker? Dreimal. Pfosten daneben auf dem Tor. Dreimal, Junge. The chosen one. Okay, gucken wir mal. Fünfter Gegner. Oh, FC Chaos-Truppe. Kölner Jungen. Ein Kölner Jung ist das. Ja, danke, Becker. Danke, Becker, für den Scheiß hier. Das ist dein Tor. Payet! Yes, Mann! Payet, Mann! Alter, so gut diese Karte. Rot! Rot, Digga, wenn du pfeifst! You little pussy, Digga. Kein Wunder, dass heute Köln 3-0 verloren hat. Wie viel? Junge, wenn man solche Fans hat, braucht man auch gar nicht mehr spielen, Digga. Sag ich so ist. Na, gib mir den nächsten Gegner, komm. Gib mir den nächsten Pay-to-Winner. Zeig mir den nächsten, der 1000 Euro reingesenkt hat und dann direkt. Geh weg, ich fake hier. Okay. Zeig mir mal, der nächste Deutsche. Boah. Kane und Haaland, okay, let's go. Ja, geil, dann verliere ich das Spiel. Wenn ich das Spiel jetzt verliere, ne? So lächerlich, ey. Meine Pussy, Alter. Wartet, bis was frei ist. Wartet, bis wieder was frei ist. Und dann macht er so ein Bug-Tor, Alter. Bitte, ich will nie wieder hören, dass PS5 besser ist als PS4-Version. Nie wieder will ich das hören. Wir bleiben ruhig jetzt. Inazuma, gucken wir mal, nächstes Team. Guck mal. Okay, auch ein sehr starkes Team wieder. Jesus. Ronaldo? Ne, okay. So könnte ich auch spielen. Guck mal, so spielt er. Guck mal, so. Er kann nichts machen, wie ich so spiele. Guck, was willst du machen, wie ich so spiele jetzt, wie der von eben. Guck mal, so. So. Und jetzt so. Und dann so. Das ist fun. Ach, so spielen wir PS5. Okay. Die spielen auch alle voll oft genau solche Tore. Genauso, immer die Linien lang. Einfach die Linien lang. Linien lang. Linien lang. Linien lang. Die ganze Zeit. Immer die Linien lang. Und dann einfach querlegen. Okay, Diplo finden. Diplo ist der nächste Gegner. Gucken wir mal. Lafont, Marquinhos, Militao. Okay, ich halte jetzt meinen Mund, Chat. Ich halte jetzt meinen Mund, ne? Linie. Oh mein Gott. Glück ab. Neuer ist der Beste. Pass mal. Schau, rote Karte. Okay, wir machen jetzt die Linientaktik, Chat. Der hat mich doch gefahren! Der hat mich doch gefault! Hä? Der hat mich doch gefault! Der hat mich doch gefault! Ist doch in mich reingelaufen! Was? Was? Elfmeter! Ja! Linientaktik hat er gegönnt, Digga! Elfmeter, good shit! Junge, scheiß auf diesen Bäcker, der geht mal auf den Sack, schon ist raus, den Bäcker, Digga, Schrottkart. Das macht keinen Spaß, okay, nix. Oh nein, Ultrasland, oh nein, jetzt kann der wieder Epic Musik anmachen. Nein, Chat, guckt euch das an jetzt. Alaba.
Dostki, okay, geht's wieder. Linientaktik. 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 Ich bin ein Bastard! Ich spiel wie ein Bastard! Ich gewinn wie ein Bastard! Wieder die Linie lang. Und gewinnst. Oh mein Gott, Becker macht ihn wieder nicht rein. Doch, mach am Ende doch wieder Linientaktik. Ich mach Linientaktik. Linientaktik. PS5-Version ist besser als PS4! Bla bla bla! Shut your fucking mouth! Guck euch an, was für eine Version ihr spielt! Abo-Taktik, Digga! Abo-Taktik, okay. Schon mit deinem Team. Bam, 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 bam. Alter, das ist ja gar nicht mal so krass, okay? Let's go. Nein, oh mein Gott. Komm, fick deinen Kopf, Alter. Fick meinen Kopf. Schieß bitte! Da ist er runter. Die erste Minute ist direkt Tor, Digga. Lächerlich, Mann, ey. Junge, es gibt nur einen König und das ist der hier, Digga. Das ist es. Das ist der Unterschied. Hätte ich den von vorne eingespielt, anstatt diesen Specker. Ich hätte heute gar keinen Rage gehabt heute. Gib mir die richtigen Spieler, ich rassiere alles, Digga. Junge, ich spiele diese Rotzspieler jedes Mal auf der PS5. Das geht nicht, Jungs. Wir können nicht mehr diese Rotzspieler auf der PS5 spielen. Gib mir vernünftige, starke Spieler, da geht es doch. 3-0 hinten auf einmal 4-3, nachdem ich Son und Ronaldo eingewechselt habe. Inter 1908. Ach, Cannavaro. Dzeko, ach du Scheiße. Ah, not bad, Becker, not bad. Geht doch, Digga, geht doch. Ja, macht auch die Linientaktik, Alter. Guck, so spielen alle, Digga. Das ist so stupid, Digga, diese Version, Alter. Lässt noch laufen, oder was? Lässt wirklich noch laufen, du Hundesohn. Digga. Pfeifst du heute mal ab, Digga! Okay, Chat. 8-2, haben wir das ganze beendet. Ist meiner Meinung nach nicht mal so schlecht. Nur die Art und Weise, wie heute wieder die Spiele beendet worden sind, ob gewonnen oder verloren, war ein bisschen salzig. Gehen wir kurz in die Teambewertung rein. Ich versuche trotzdem konstruktive Kritik hier zu geben. Heute nur PS5 gespielt. Meunier, ich will jetzt sagen, das war eine Schrottkarte, weil er kostet, glaube ich, 15.000 oder sowas. Wenn du jetzt oder wartest, kostet wahrscheinlich 11.000, 12.000. War okay, war solide Karte, aber ich bin ehrlich mit euch, alle overpowered Karten, die ich gespielt habe, wie ein Monty, ein TS, selbst ein Jetlin fand ich besser als ihn. Ist kein Schrottspieler für den Preis, muss man einfach sagen. Aber ja, ich bin einfach kein Typ, der halt so diese fetten Spieler so feiert einfach. Der ist fett wie sonst was und der lässt sich halt nicht so geil bewegen. Ich spiele halt mit einem Außenverteidiger, egal welche Formation, auch mit nach vorne. Ich muss einfach sagen, ja, war ein bisschen unbeweglich und auch, ich muss sagen, defensiv irgendwie, keine Ahnung, paar Fehler gemacht, aber ist nicht komplett Müll für den Preis. Lacroix oder Lacroix fand ich sehr, sehr gut für den Preis. 90.000 war eine absolute Maschine, hat hinten alles abgeräumt, kann ich nichts bemängeln. Mir ist jetzt kein Fehler aufgefallen, hat alles rausgeköpft. Das Einzige, was ich vielleicht bemängeln könnte, wäre, dass Ramos noch auffälliger war, noch mehr rausgeklärt hat. Der Typ, muss ich sagen, absolute Maschine. Stellungsspiel absolut geistgestört, jedes Kofferduell gewonnen, super schnell. Also, ich kann hier nicht meckern. Ich muss sagen, mit einer besten IVs, die ich gespielt habe, also die beiden waren auch meiner Meinung nach die Stars in dem Team gewesen. Ob der dann natürlich so viel Coins wert ist, musst du wissen. Ich würde ihn für den Preis erstmal nicht kaufen. Aber ja, fand ich auf jeden Fall super, die beiden IVs.
Sissoko fand ich auch in Ordnung. War auch sehr in Ordnung. Hat auf jeden Fall auch alles abgeräumt. Kostet 200.000. Das ist vielleicht der eine kleine Minuspunkt, weil es für 200.000 kriegst du auch viele andere Sechser, die genauso gut sind. War jetzt nichts Besonderes, aber ja, hat auch wieder auch aus meiner Sicht keinen Fehler gemacht. Hat einfach alles gemacht, was er machen sollte, sondern der hat einfach alles abgeräumt. Ja, das ist halt sein Job. Mehr soll er eigentlich nicht machen und das hat er perfekt gemacht. Dann kommen wir noch zu den Offensivspielern. Das waren sozusagen die Schwachstellen im Team, meiner Meinung nach. Paulinho hat sich ganz gut angefühlt, muss ich sagen. Lässt sich gut geil bewegen. Ja, Pace war okay, aber sein Dribbling fand ich überraschenderweise sehr, sehr gut. Aber ja, vorne hin, weil ihn vielleicht das, weil er nicht Lengsi ist, oder ist er Lengsi? Ich weiß es nicht mal, ob er Lengsi ist. Hat sich zumindest nicht angefühlt. Der Pace war nicht so geil da. Hat sich einfach vorne nicht so gut involviert, nicht mit reingespielt. Und deswegen, ja, was soll ich sagen? War halt auch unauffällig. Null Tore. Ich habe ihn, glaube ich, jedes Spiel durchspielen lassen. Und dafür null Tore ist schon ein bisschen hart. Aber er fühlt sich geil am Ball an. Die Pässe waren echt solide. Aber auch der Dreistelle Bigfoot fuckt natürlich ab, muss ich sagen. Ich persönlich, würde ich ein Main-Team haben, würde ich keinen einzigen Spieler unter 4-4 spielen. Weil diese drei Sterne noch was nerven halt Ultras, meiner Meinung nach. Irgendwo gibt es immer Situationen, wo du dann ja, Nachteile davon hast. ABD, muss ich sagen, die zweitgrößte Enttäuschung am heutigen Abend. Im letzten Jahr auf der PS, ja, war der ja geistgestört. Ich weiß gar nicht, welche Karte habe ich am Ende gespielt. Ich glaube, die Shapeshifter-Karte von ihm. Boah, mit einer der besten Karten, die ich das ganze Jahr gespielt habe. Und hier auf der PS5, muss ich sagen, leider auch untergegangen, ne? Wenig gemacht und ich glaube, die Tore waren Elfmeter-Tore. Nicht mal aus dem Spieler heraus hat er die Tore gemacht, also für den Preis wirklich enttäuschend. Ich konnte halt auch niemanden wegrennen, ich konnte nicht genug mich bewegen, um was zu machen. Ich habe versucht, mal L2 Schüsse rauszuhauen, die sollte eigentlich beherrschen, ging leider auch nicht rein, obwohl, ne, beherrscht anscheinend auch nicht. Er hat den Ausschuss straight nicht. Also für den Preis, für mich eine dicke Enttäuschung gewesen. Der Beste heute noch war Payet, den habe ich noch geschitstormt, muss ich sagen. Sag, oh ne, was soll ich mit Payet, bla bla bla, ich will lieber Benyetta spielen. Man muss sagen, er hat noch diese, nicht seine Favorite-Position gespielt. Er hat linker Stürmer gespielt. Ich will ihn, glaube ich, eher auf der, ja, auf dem ZOM sehen und auf rechts sehen, weil er Rechtsfuß ist. Er muss gezwungen also auf links spielen und ich muss sagen, der Geist gestört, wie gut sein linker Fuß war. Hat sich wie 5 Sterne Bigfoot angefühlt. Also ich habe, glaube ich, von den 8 Toren 6 oder so mit links geschossen und die waren wirklich nicht einfach, die Schüsse. Er hat durch Lengsi wirklich gut auch nach vorne gearbeitet. Ich konnte ihn gut schicken. Er hat gut geackert, muss ich sagen. Man hat auch irgendwie gemerkt, er hat irgendwie, ich weiß nicht, hat irgendwie Aggression oder so. Nee, hat nicht mal. Er hat gut geackert auf jeden Fall. Hat sich gut freigelaufen. Ich muss sagen, wieder war noch der Beste heute. Und für den Preis kann man gar nicht meckern. Hat mich überrascht. Vielleicht deswegen fand ich ihn so gut, weil ich ja von ihm gar nichts erwartet habe. Ich habe halt von dem ein bisschen was erwartet, von dem guten Bäcker. Wir haben die Lengsi-Version geholt. Und ich muss, glaube ich, eigentlich gar nichts sagen, nachdem ihr den Stream oder das Video gesehen hat, muss ich nichts mehr sagen. Also, wie viele Chancen der liegen gelassen hat, es ist unglaublich. Ich glaube, das müssen über 10 Chancen sein. Und ich rede von wirklich 100%, wo der einfach nur die Ecke treffen muss, die dann, wo er einfach, ja, das Tor nicht getroffen hat. Gehen wir auf das Positive ein. Ja, er fühlt sich wirklich schnell an und den kann man schicken und er hat einen guten Körper. Also, für Leute, die Konter spielen, ist er vielleicht nicht schlecht. Aber für Leute, die dann, ja, vielleicht nicht nur Tapmans machen, sondern auch mal auf Anführungsstrichen schwierige Schüsse. Das waren nicht mal schwierige Schüsse, meiner Meinung nach. Ja, vorbei. Ich habe Ronaldo eingewechselt. Eine Minute danach geht dieselbe Position, derselbe Schuss geht sofort rein. Klar, sagen die Leute jetzt, vergleich nicht Ronaldo mit ihnen. Der ist günstiger, aber ich hätte auch da, keine Ahnung, Anthony hinstellen können. Der hätte die auch gemacht dann. Ja, also ich war ein richtig enttäuschend. Tripling-Katastrophe. Pässe waren nichts Besonderes. Laufwege waren absolut Katastrophe. Kein vernünftigen Laufgang. Sobald ich Ronaldo eingewechselt habe, auf einmal sehe ich wieder die Runs. Ich kann Ronaldo schicken. Ich habe Platz, weil er auch Runs startet und den Spieler wegzieht. Der steht da und denkt sich, ja, ich will Tapmans haben. Und ich gebe ihm Tapmans und der macht die nicht mal rein. Also für mich, nicht nur dieses Jahr, wahrscheinlich, wenn ich überlege, in allen FIFA-Teilen die schlechteste SBC-Karte, die ich je gespielt habe. Bin ich ehrlich mit euch. Ich überlege gerade, aber ich glaube, mir fällt keine schlechtere SBC-Karte ein als diese Karte. Also zumindest auf der PS5. Das war wirklich grausam. Es war so anstrengend, die Chancen in mir herauszuspielen und der lacht sich einfach kaputt. Da denke ich, ja, ich bin der Imposter. Hier, ich schieße einen extra jetzt daneben aus 8 Metern. Also das war wirklich grausam.